Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen WWE 2K16 King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wie immer der Rivano. Hallo. Und ja, wollen wir auch gleich loslegen und mal Viereck drücken, würde ich sagen. Jo, ich habe schon gedrückt. Puff, den habe ich nicht. Puff, der ist schon... ich habe den... ne. Okay, okay. Okay. Nö. Also ich habe einen. Echt? Ne, ich bin noch am Suchen. Ich muss alle durchgehen. Nö. Okay. Ich habe einen. Oh Mann, ey. Ja, liebe Leute, da muss man immer ein bisschen gucken. Das ist halt diese Spannung. Ich würde ja am liebsten mit Onkel drüber reden, aber dann ist ja unsere Spannung wieder weg. Deswegen muss ich bis zum letzten Mal warten. Nein, den habe ich auch nicht. Gibt es noch mal einen, den ich hier kriege, oder was ist hier los? Oh. Ey, das ist ja immer dieselben jetzt. Den hatte ich, glaube ich, aber schon. Nee, habe ich noch nicht gehabt. Habe ich die jetzt? Nee, den haben wir... Hab ich, nein. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Also... Ich hoff's mal. Ich drück jetzt einfach mal und wenn nicht, dann muss ich halt nochmal drücken. Ist halt so. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den schon hatte. Steht doch in deiner Liste, Mann. Ja, in der Liste steht er noch drin, aber ich könnte schwören, ich hätte den schon gehabt. Naja, keine Ahnung. Drück mal einfach. Ja, dann drückst du zuerst, weil ich will meinen noch nicht auflösen. Okay. Wenn du jetzt sagst, du weißt nicht. Ich hab, ja? Ja. Also. Drei. Ich drück. Ja, drück. Ja. Ja, den hast du schon. Den hatte ich schon, ne? Ja. Warum habe ich den noch in der Liste drin, ich Idiot? Okay, dann... Der hat auch überlebt. Ach so, deswegen habe ich ihn vielleicht nicht ausgetragen, weil er überlebt hat. Der Sack. Okay, geht's weiter. Oh, den habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht, oder? Doch, den habe ich. Aber, ist eigentlich derselbe. Da darf ich aber dann umswitchen, wegen vom Aussehen her. Okay, dann passt's. Man muss ihn nur ganz kurz gucken, wo der ist. Oh, ich hab gerade Schiss, dass du. Ich hab gerade Schiss, dass du den hast, den ich denk, und dann habe ich ein Problem. Weil ich nämlich jetzt einen hab, den ich unbedingt weiter haben will. Nee, den hau ich weg. Muss ich dir leider sagen, dass ich den weghau. Okay, ich bin soweit. Dass du den leider weghaust. Okay, dann 3, 2, 1, drücken! Aber ich hatte Paul White und das ist ja eigentlich dieselbe Person. Das ist ja auch, der ist ja, ja auch ist Big richtig, Show. Ist richtig. Okay, ist richtig. Dann passt. Ja. Oh, das, beide okay, 91, dann weiß ich ja, wer verliert. Oh, das wird ein hartes Match, liebe Leute. Das wird ein Special Match. Also ich werd Mühe geben, Idiot, dass ich dich raushau. Ich werde alles tun, damit ich dich wegklatsch. Wir fangen auch, glaube ich, nee, mit du wirst an, ne? Du wirst nix, dass ich raus. Mein kleiner Onkel, ich werde dich jetzt wegbomben. Wir geht's direkt ins Gemetzel. Kein Händchen halten und rumdrücken. Das wird direkt zerstört. Ist das der neue Rock, oder? Von 2015? Ja, bist du sicher, dass du gleich so starten willst? Ja, aber ich glaube, das können die beiden nicht, oder? Wir können es gerne mal probieren. Nee, ich will nichts probieren, ja. Okay, die sind mir zu ungleichmäßig. Boah, das war ein Schlag hier. Das war ein bombastischer Schlag, war das. Oh, oh. Ja, der Dicke liegt schon. Der Dicke. Hallo? Ich hab dir nichts getan. Ich bin doch schon da. So. Was war das? Warum bin ich so weit weggeflogen? Nur weil du jetzt da... Ich merke schon, dass ich leichte Schwierigkeiten habe, weil ich halt doch ein bisschen langsamer bin. Was war das? Hast du da was gedrückt oder sind das so Konter, die man immer machen kann? Konter, die man immer machen kann. Ah, okay. Naja, ich hab mir das schon gedacht, dass du irgendwann das rausfindest. Ach komm jetzt. Boah. Achso, das ist der sein Trick. 1700. Aua. Ja, das ist ein bisschen Schaden, aber das ist jetzt nicht die Welt, was mich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise
where we all smelled what The Rock was cooking. You know, when you take direct hits like that, it becomes hard to move. If you can't move, you can't kopflos. Und selbst die fängst an zu blocken, oder was? Bam! Aber ich kann das auch, mein Freund. Ich kann das aber auch. Boah, das war so ein richtiger, hast du richtig gespürt jetzt, dass dein Hals da so voll an beschlagnahm war. Das war cool, ja. Was? Ja, hier, dass du richtig Schmerzen gab, das jetzt durch den Move. Ja, der Big Show ist cool, aber der macht halt immer so lange Attacken, die dauern eine halbe Stunde. Die dauern halt leider ein bisschen. Dann gehe ich mit 2001's Unforgiven. Das war, als der Great One beat Booker T und Shane McMahon. Ja, schönes Ding, mein Freund. Schönes Ding. Oh nein. Ah, kacke. Ah, das ist dieser geile Super Chokeslam von dem. He's too busy bragging and boasting than battling in this matchup. ich steig einfach drüber. Hehe. So, jetzt. Scheiße, durch so eine Kackaktion. Und bumm. Boah, guck mal, du bist so lang, dass du sogar mit den Beinen noch da drin festhängst. Hinten in dem Ding da. So, erstmal raus mit dir, du Drecksack. Hau ab. Hä, warum machst du das? Boah, ist die Powerhand. Randy Orton and Batista. Murph. The history books here. You know what? I love it. The Rock and WWE pay-per-views have just been awesome. And I do love that Royal. Und da ist er wieder drin hier, liebe Damen und Herren. Da ist er wieder drin hier. Das ist ja richtig schön, ist das. Kommst du da raus oder gehört das noch dazu? Oh. Das gehört noch dazu. Oh, schönes Ding. Mein Gott, ich will nicht, dass der rausfliegt. Echt schönes Ding. Und er macht hier ein biggest Kopfnuss in the world hier. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Aber wir sind gut, ja? Mann! Einmal bitte rein da mit dir. Denn du weißt ja, nur ein guter, starker Mann in einem Ringpfosten-Ecke. Ringpfosten-Ecke, ja. So, jetzt muss ich erstmal deinen Kadaver ein bisschen bearbeiten. Und hopsi. Schönes Ding. Du musst den Rock raus haben. Ich finde, dass du nicht mit dem spielen darfst. Aber ich bin ja auch ein fetter Big Show. Boah, geil. War das jetzt der... Achso, ich dachte, er macht einen Chokeslam. Du hast doch gerade erst bei den Signator gemacht, du Vollpfosten. Ja, nee, der Chokeslam ist bei dem nicht unbedingt der Finisher. Der Finisher kenne ich nur, dass er die Hand macht, weißt du? Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist egal. Und bam! Das war mein Finisher, mein Freund. Ach, jetzt coverst du mich echt jetzt? Ach, komm. Oh, ich spreche mal ab, komm. Ich wäre nicht mehr rausgekommen. Wahnsinn, oh, der ist voll langsam. Gott. Ich wollte eigentlich jetzt so schön, naja, sowas wollte ich eigentlich nicht machen, aber... Ja, das ich weiß, dass ich deswegen verliere. Ich weiß, dass ich deswegen verliere. Kann passieren, ja. Aber ich würde es auch machen. Also wenn ich jetzt aus Versehen dich so cover, ich möchte es schon nach dem Finisher machen. Ist eigentlich gehört sich so, machen die ja immer beim Wrestling. Ist ja auch ein Showcamp, ne? Ach komm. Zack, so macht man das hier, Herkules. Warum musst du immer, warum ich und warum... Weil ich einfach 500 Kilo schwerer nee, bin. Nee, warum musst du immer dein Konter oder ich mein Konter als letztes und kann dann nimmer kontern? Das geht mir auf den Sack. Weil ich großer, mächtiger, starker Mann bin. Keine Ahnung warum, ich bin einfach gut. Du triffst mich auch oft genug und ich kann nichts machen. Und bingo! Oh fuck, Mann. 60% Schmerzen habe ich hier. Teile ich hier aus. So. Ein Schlag und dann machen wir hier eine schöne, nette Kombination. Aber er kommt wieder raus hier. Natürlich klar. Ah, okay. Gehört noch dazu. Boah, der dicke Fette hier, ey. Meine Haut schon. Ist ja geil. Ach, das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Schönes Gerät, ey. Das war ein richtig schöner Wabbelbubble, war das jetzt. Na, gucken, was er da macht für einen Move. Ah, so ein Neckbreaker oder wie das heißt, ne? Ne, Backbreaker.
Backbreaker, meine ich. Oh, schön. Da kommt er wieder raus hier. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was mit meinem Kadaverkörper, der ist nämlich so schwer. Ach, also ich dachte schon. Ja, genau. Schwächt die Killerhand. Würde ich auch machen. Die ist halt gefährlich. Aua. Ach, der Onkel macht jetzt hier den Bodensplatter-Angriff. Ihr merkt das schon, liebe Leute. Ah, jetzt werde ich bearbeitet. Ich kann ja nicht aufstehen, wenn ich so lange hier gezüchtigt werde. Oh. Ah, dann muss ich halt aus der Züchtigung raus. Ist halt so. So, geh mal bitte da rein. Schön. Alter. Da platscht. Da platschen tut er. Na, was machst du denn? Ja, Move mache ich. Und du? Ich guck zu. Ziemlich fetten sogar. Wow, ein Powerbomb, oder? Bist du jetzt rausgekommen oder war das die Attacke? Nein, mein Gott, siehst du doch, dass ich da nicht rausgekommen bin. Also, ja, das sah jetzt echt so aus, als hättest du mich eben geschlagen, dass ich dann jetzt halt so, weißt du, mein? Nee. Ja, ich weiß. Oh ja, so mag ich das. So ist schön. So ist schön. Oh mein Gott. Bah, nein! Wieso kommst du aus all meinen Finishen raus? Jetzt wird's aber langsam echt komisch hier. Jetzt aber! Disneyland. So, jetzt leg mich am Arsch. Nein! Ah, das gibt es doch nicht! Okay. Boah, übelst, ey. Oh, kleiner Drecksack. Aua. Er haut mir auf die Hand. Er haut mir auf die Hand. Das finde ich nicht so schön. Oh, oh. Ich wollte rumfuchteln. Hat aber nicht geklappt. Oh, meine Ausdauer ist auch nicht mehr gerade so die Hobby-Ausdauer des Lebens hier. Ajo. Ajo. Darf ich jetzt auch nochmal? Na? Ja, ich darf auch nochmal. Das ist so schön, dass ich das nochmal erleben darf. So, jetzt heben wir mal den kleinen Kadaver hoch hier. So, jetzt cover ich dich mal aus Spaß, dann siehst du mal, wie das ist. Oh, bist du so fit noch? Ich hab dich doch voll bearbeitet die ganze Zeit. Das ist ja krass. Dass du so am Arsch bist. Hä? Ich sag, dass du so schnell noch da rauskommst. Das ist echt krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich einfach nicht erwartet jetzt mit meinem kleinen Riesen hier. Deinem kleinen Riesen, aha. Ja. Der kleine weiße Riese, so. Boah, meine Fresse. Und dein Körper ist schon echt. Dein Körper ist schon echt kadavermäßig rot, ja. Ja klar, ich mache ja die ganze Zeit diese Super-Moves hier. Dann müsstest du ja voll kaputt sein. Oh, jetzt kriege ich es wieder drauf hier, ey. Wow, he's still down after that. Oh, jetzt schiebt er mich auch noch rum hier. Boy, he just got laid out. Nein, du Drecksau! Hast du gedacht, ja? Hast du jetzt echt gedacht, ja? Du machst die ganze Zeit... Ach komm, jetzt hat der Mine auch noch gekommen. Boah, du regst mich auf mit dem. Hey, du regst mich echt auf. Ach nein, ehrlich jetzt? Ehrlich? Ah, jetzt kommt wieder die Armangriffe. Ja, er schwächt wieder meinen Arm hier. Es gibt's alles gar nicht. Lass meinen Arm, mach meinen Arm ruhig kaputt, den brauche ich nicht. Boy, he just got laid out. He's simply reminding him that he's here. Macht dir das Spaß, sowas? Mich die ganze Zeit hier zu nerven? Oh Mann! Echt jetzt, ey. Look at this! He's going back to an old friend with that one. Oh Scheiße! Oh.
Ach komm jetzt. Du bist so doof. Du bist so doof. Du hättest mich einfach umkippen lassen sollen. Ach nee, ja, ja. Du hast gar kein. Ich hab gar kein Dings. Ich dachte, das war der Finisher. Nee, war er nicht. Deswegen war ich auch nicht doof. Ja. Also ich hoffe es zumindest. Wow. He's still down after that. Oh! Das war er. So, jetzt bitte, bitte komm, Wok muss weg! Wok muss weg! Wok muss weg! Wok muss weg! Nein! Ja! Ja! Abgefertigt! Ja! Aber, okay, ich muss sagen, du hast ja gut gekämpft, tapfer. Hätte ich dieses erste Scheiß-Pin, ich wäre sofort weitergekommen. Ja, ich das stimmt. Bin, oh Mann, ey, das kotzt mich jetzt so an. Ja, dann müssen wir jetzt die Regel machen, dass du immer pinnen. Aber das, ey, gut, das ist aber dann langweilig. Der wäre dann echt nur 3 Minuten gewesen. Warum? Du kannst doch anstrengen. Hä? Ganz schön anstrengend. Ich hab mich angestrengt. Das Problem ist, die Leiste kam gar nicht. Die war wirklich ganz. Ja, na und? Das war ein Finisher. Verdammte Scheiße, ja. Nee, du hast keinen Finisher gemacht. Du hast einfach. Da habe ich einen Finisher gemacht am Anfang. Das war mein Rock Bottom. Klar. Und daraufhin habe ich dich gepinnt. Signature, oder? Nee, das war mein Finisher. Ja, aber zur Not, falls du jetzt, du hast jetzt bestimmt auch schon weniger. Ich meine, ich habe ja öfters verloren. Vielleicht kannst du dir den ja später dann wiederholen. Mann, ey. Soll ich dazu sagen, ich bin der Beste? Nee, Alter, war ja jetzt irgendwie komisch gemogelt, aber naja, passt schon. Ja, sag was, du bist dran. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Match wieder. Ah, ich bin so angenervt gerade. Und ja, würde ich sagen, bis denn. Ciao. Ciao.